Besonders stylisch fand ich diese ganz große Vase. Das ist so eine gehämmerte. Die hat so eine gehämmerte Optik. Besticht durch die Form. Sie ist mal anders. Sie ist breit und länglich, aber mit einer nur ganz schmalen Öffnung. Dann sieht man sowas und denkt sich, na, was mache ich da? Was kann ich da großartig rein dekorieren? Es wäre jetzt toll, irgendwie einen ganz bizarren Tannenzweig reinzusetzen, aber ich habe mir aus der Natur die Hagebutte geschnitten und zwar habe ich darauf geachtet, dass ich schon einen Zweig habe, der so eine richtig ausladende, große Bewegung hat. Das hat so eine richtig ergreifende Wirkung dann, die einzelnen roten Hagebutten setzen die farblichen Akzente mit der weißen Wand im Hintergrund und da haben wir jetzt einfach nur ein paar von diesen tollen Sternen. Der Kontrast mit dem weißen Hintergrund, das war mir noch zu blass, deshalb machen wir jetzt noch Natursterne in Rot und zwar einmal mit den roten Ilex-Kernen und mit dem roten Hartriegel. Nehmen wir den Steckdraht, schieben den hier so als Stabilisator mit ein, ein bisschen Wickeldraht. Ein-, zweimal und so, nicht zu viel. So viel kleine Stöckchen nehmen, wie man mag, bis man einen richtig tollen Stern hat.